Guten Morgen, liebe Gartl- und Werkelfans. Wir haben ja gestern die Aktion gemacht mit den Sommerflieder. Das heißt, wir haben ältere Sommerfliederstöcke ausgraben, da herinnen einpflanzt. Das war ein bisschen ungeplant. Deswegen war meine Sorge, dass die gut beleidigt sind. Dem ist aber nicht so. Ich habe es gestern noch ein bisschen zurückgeschnitten. Das heißt, sie haben ja teilweise noch geblüht. Ich habe mir gedacht, ich lasse die Blüten noch drauf als Bienenfutter. Das verblüht ich schnell an. Und die Äste, die keine Blüten mehr drauf haben, stutze ich einfach, damit weniger Blattmaterial vorhanden ist, wo das Wasser verdunsten kann. Ich habe mir gedacht, ich mache heute noch eine kurze Kontrolle. Wie beleidigt oder nicht beleidigt, dass die Sommerflieder sind. Und ich bin ganz überrascht, dass die Dinger gar nichts haben. Kommst mit, ich zeige euch das. Ich habe gestern auch noch pro Stamm ca. 50 Liter Wasser reingelegt. Das muss reichen. Ein bisschen gemulcht noch, habe ich eh gesagt. Ein Wahnsinn. Die stehen da, als ob es noch nie woanders gewesen wäre. Die Blüten haben sie auch wieder aufgestellt. Die Bienen sind auch schon da. Super. Den haben wir ein bisschen radikaler niedergeschnitten. Der hat 3 Stammerl gehabt. Da war aber nichts mehr um. Das heißt, wir haben ihn auf ungefähr 10 cm abgestutzt. Der Rest darf noch weiter wachsen. Weiter blühen für die Bienen. Den lassen wir jetzt in Ruhe. Wir tun dann noch ein bisschen eine ordentliche Gartenerde dazu. Die muss ich erst organisieren. Mulchen drauf, regelmäßig gießen die nächsten paar, 2-3 Wochen, schauen wir mal. Und im Frühjahr werden sie dann auf ca. 30 cm, würde ich jetzt mal sagen, abgeschnitten. Dann können sie von dort aus sie verzweigen und neu wachsen. Und wenn das so weiter funktioniert, haben wir bald die blühenden Hecken benannt. Und weil es da so hell ist herinnen, brauche ich unbedingt ein Brühen, weil es ist ein Wahnsinn. Es strahlt, es ist strahlend blau, kein einziges Wickel. So kann ein Gartentag auch sein. Und dann haben wir noch welche gehabt, ganz alte Stöcke, die haben wir müssen radikal abschneiden, die waren schon so dick, die waren 4 Meter hoch. Da werden wir erst sehen im Frühjahr, ob es was gebracht hat oder nicht. Das eine Blattl sagt jetzt auch nicht viel aus. Das sind unsere Utensilien zum Wasser holen. Schauen wir mal, ob das Improvisierte funktioniert. So schaut das Ganze von hinten aus. Jetzt hoffen wir, dass die Kamera nicht reinfliegt. Das war blöd. Da unten rennt ein kleines Bacherl. Da ist eine Vertiefung, da sammelt sich das Wasser. Ich zeige euch das, wie man das improvisiert jetzt rausholt. Für das brauchen wir einen großen Kübel, einen Baukübel am besten. Einen Zugurt brauchen wir noch, der ist so 2,5 Meter lang. Das wird so zusammengebaut auf dem Griff. Die normalen Plastikkübel halten das nicht aus, deswegen ein Baukübel, der ist ein robuster. Scheibe drücken, da kommt das Wasser rein und dann schauen wir mal. Eins ist auch klar, blöd sei kannst, aber zu helfen wissen musst du. Und nachdem es da eh bergab geht, geht es umso leichter. Ein bisschen was habe ich verschüttet, aber das reicht vollkommen. Wir werden jetzt einmal schnell die frischen Pflanzen drüber gießen. Ein bisschen mulchen wieder. Morgen sagt er wieder 26-27 Grad auf. Ein bisschen an Wind. Das heißt,
der Boden trocknet gleich mal aus, die Flüssigkeit verdunst. Deswegen machen wir mal eine schnelle Gießerei und dann hoffentlich bauen wir endlich den Komposter. Der Boden ist eh leicht lehmig, das heißt die Flüssigkeit versickert nicht so schnell. Sie versickert aber sehr wohl durch eine bis zu die Wurzeln, falls sie irgendwelche aufregen wollen. Ich habe es kontrolliert. Die Erden wird, bin überzeugt, die wird im Frühjahr oder beziehungsweise im Laufe vom nächsten Jahr sicher noch besser. Es kommt dann noch ein Dünger dazu, es wird noch ein bisschen mit Komposterden aufgefüllt. Aber machen wir mal eins noch mehr dran. Als Gärtner bist du immer der Wasserträger. Es ist nämlich so, die Regenfassel stehen ja eh schon in der Garage. Nur sie sind noch nicht freiwillig mit reingekommen. In der Zwischenzeit werden wir das mit der Scheibtruche machen. Das funktioniert recht gut und es ist auf alle Fälle einfacher, als wie wenn man die Kübel druckt. Das Gestrüpp da, das ist auch ein Teil von der Sommerflieder-Rettungsaktion gewesen. Bei manchen Pflanzen bin ich mir nicht sicher, ob das eine Beerdigung war oder eine Umpflanzaktion. Wie auch immer, der wird einmal gegossen, der kriegt eine extra Portion. Das war einer von den Pflanzen, die am ältesten waren und am wenigsten feine Wurzeln gehabt haben. Der wird ziemlich angezipft sein. Ja, wir gießen ihn jetzt einmal und im Frühjahr sehen wir dann eh, ob er es überlebt hat oder nicht. Da hat das Pflanzloch gute 70 cm im Durchmesser und naja, 50 cm in die Erden, also das war schon ein richtiges Gerät. Allerdings, der hat fast keine feinen Wurzeln gehabt, sondern richtig große. Die sind beim Ausgraben leider zerstört worden. Jetzt haben wir was anziehen müssen. Erstens gehen wir was essen. Und zweitens glaube ich, ich habe den Schnee gerochen. Oh. Vorher war es noch so warm, jetzt zieht es schon ein wenig zu, der Wind fängt an, der Herbst kommt. Und für das haben wir die Gartenhauben mit. Ja, besser. Ein bisschen was zum Essen haben wir mit, dann passt das schon. Und die ganzen Sachen, die ich da verwende, die Markenwerkzeuge oder die Markenprodukte oder das ist keine bezahlte Werbung, weil uns zahlt keiner was. Das ist keine Sponsorin, das hat man einfach daheim, weil man es daheim hat. Und das Gute ist, beim dunklen Auto und Sonnenschein hat es das Essen auch gleich auf, brauchst nicht aufwärmen, das ist super. Schau. Mahlzeit.